Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und noch einmal herzlich willkommen bei meiner neuen Location, dem neuen Tisch. Und heute möchte ich euch einen richtig klasse, wunderschönen Füller zeigen, der nicht gerade billig ist, ja, aber der von einer Marke steht, der von einer Marke kommt, der eigentlich für wunderschönes Design steht, für Funktionalität und hervorragendes Schreibverhalten. Ja. Ich habe ihn hier schon ausgepackt. Der Pineida La Grande Bellezza. Wunderschöner Füller. Zeige ich euch gleich. Unboxing habe ich ja schon gemacht. Ja, kommt hier in so einer schönen Box. Ja, mit diesem schönen Panada-Symbol drauf, ja. Und bei diesen Füllerboxen finde ich es immer sehr verwirrend, weil ich nie so genau weiß, ja, wo soll ich den jetzt aufmachen? Hier oder da? Und es ist nicht gar nicht so einfach, ne? Also manche Boxen, da ist dann irgendwo hier auf der einen Seite ist ein Loch, bei dem anderen nicht. Und aber hier schon irgendwie und dann doch nicht und dann, ach, keine Ahnung. Alles ein bisschen verwirrend, ja. Auf jeden Fall die Box. Es gibt mehrere Boxen von Pineida. Unter anderem auch diese hier. Das ist wohl, finde ich, die schönere von den beiden Boxen. Ja, auch für den teureren Füller. Diese Box beinhaltet aber auch, abgesehen von dem Füller, auch noch ein paar andere schöne Sachen. Ja, das ist so eine Box, die man dann hier so aufklappen kann. Ja, und dann hat man dann hier oben, normalerweise sitzt dann der Stift hier drinne. Ja, und dann freut man sich, wenn einer dieses schöne Gebilde hier vor die Augen tritt. Es gibt aber auch noch ein paar andere schöne Sachen. Und zwar, Pineida tut zumindest in dieser Packung. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt exklusiv nur für den La Grande Bellezza ist, ja. Aber zumindest in dieser Packung gibt es noch so ein paar andere kleine Beigaben dazu, nämlich hier so eine kleine Beschreibung der Gemstone Kollektion, ja, vom La Grande Bellezza. Ich quatsch heute wieder so ein dummes Zeug, ey, tut mir leid. Ja, ihr wisst, also ihr merkt schon, ich bin so umgezogen, aber mein Hirn ist kein anderes, immer noch das gleiche, leider. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Na egal. Also auf jeden Fall haben wir hier auch noch eine Instruktion, also eine Gebrauchsanweisung, die mir dann sagt, hey, pass auf hier, du musst so und so mit dem Stift umgehen. Ja, ist im Prinzip keine große Sache. Ich meine, wer einen Füller hat, wer mehrere Füller hat und die meisten von euch haben das, die wissen ohnehin schon, wie das funktioniert. Ja, ich meine, der Füller ist ja, dieses Modell ist zumindest eigentlich die meisten Modelle, die ich kenne von Pineida, Konverterfüller. So, und dann, das kann ich eigentlich auch mit hier reintun, diese schöne Lasche. Könnte man vielleicht später mal Fotos reinmachen oder Visitenkarten oder so. Aber besonders schön finde ich auch das da hier, denn Pineida bietet dann eine gewisse kleine Kollektion an besonderen Umschlägen, schönen Umschlägen mit einem Wasserzeichen hier oben drinne. Sieht man wieder sehr, sehr, sehr schlecht. Ich weiß das ja, aber ich kann es leider nicht ändern. Auf jeden Fall bestanzt mit dem Pineida Logo und der Zahl 1774. Und ich habe jetzt von diesen Karten noch keine einzige beschrieben, weil das irgendwie voll assi wäre, ja, irgendwie, das ist ja, es ist, Originalsachen belässt man am besten immer original, ne, also wenn man mal vielleicht vorhat, den Füller zu verkaufen, da gehört dann zur Packung das mit dazu, und wenn dann irgendwas fehlt, dann, ach, ich habe schon mit Sammlern so meine Diskussion geführt. Auf jeden Fall ist hier noch eine kleine Visitenkarte mit dabei, ach Quatsch, Visitenkarte, Postkarte, und dann haben wir hier noch halt eben Umschläge verschiedener Farbe. Ja, also wir haben hier. Ich hole sie mal raus. Ich weiß zwar nicht, ob ich sie noch wieder reinkriege, aber egal. Es wäre eine gute Übung für Feinmotorik. Ja, also hier
in weiß, in so eine Art Avocado, würde ich sagen, ja, jeweils mit passender Postkarte dabei, seinem schönen Zartrosa oder Altrosa, ja, so ein Hellblau ist dabei. Also man kann damit schon ein paar Postkarten schreiben. Ja, hier fehlt's. Warum fehlt's hier? Ja, das wird wohl das da hier sein. Ja. Genau. Ja, und ansonsten, ja, genau, ist wieder komplett. So, und jetzt zeigen wir doch mal, wie gut der Schorsch ist in Sachen Feinmotorik. Bei mir hat es eher nichts mit Feinmotorik zu tun, sondern eher mit Geduld, die ich jetzt nicht habe. Nein, das mache ich vielleicht irgendwann, aber nicht jetzt. So. Ist nur zum zu zeigen, was noch so Schönes hier drin gibt in dieser schönen Box. Ja, und die packe ich auch gleich wieder ein. Und dann geht es jetzt gleich weiter mit dem Stift. So, komm, geh rein. Komm. Manche Italiener sind sturer als die anderen. Aber egal, ich bin Halbgrieche, ich finde eine Lösung. Ja, also. Ladies and Gentlemen, der Panida La Grande Bellezza. Gemstone Collection, hier die Version Rhodonit oder Rhodonit Rot quasi, ist so eine Art Bordeaux-Rot, Acryl-Material mit ein paar schönen ja, Farbeinlagerungen. Ist ja, wenn man dieses Material hat, immer nie so ganz genau voraussehbar, wie das am Ende aussehen wird, ne? Weil das ist ja flüssig, epoxidhart oder hart oder so, das wird dann in Formen gegossen und dann einmal mit einem Stäbchen kurz durchgerührt, ja, und wie das am Ende aussieht, kann man nie so genau sehen. Aber die Farbpartikel, die dabei sind, sind eigentlich immer die gleichen, ja. Also ich sehe hier so ein Bordeaux-Rot, also so Weinrot, ich sehe hier Goldpartikel, also so Gelb-Gold. Hier an der Kappe sogar sehe ich Schwarz mit dabei. Ja. Was ich an diesen Panida-Füllern immer richtig toll finde, ist der Clip. Ja, das Design der Clips ist immer sehr, sehr schön. Ist auch beim Avatar, den habe ich momentan verliehen. Ja. Auf jeden Fall, die sind immer sehr gut gefedert. Ne? Also der lässt sich, also die Clipse, die lassen sich immer mit ganz wenig Aufwand, ganz wenig Kraftaufwand hier von der Kappe lösen, dass man sich sehr gut vorstellen kann, der ist schnell am Hemd dran, auch schnell wieder weg. Ist aber trotzdem stark genug, um jetzt zu sagen, der hält. Ja, dann haben wir hier oben so ein schönes Panida-Logo auf der Kappe drauf. Ja, allgemein finde ich den La Grande Bellezza sehr formschön. Muss ich sagen. Dann hier auf der Kappe, jetzt muss ich gucken, dass ich den Zoom wieder finde. Ja. Ist was eingestanzt. Panida. Und den Lieblingssatz eines jeden Füllerianer: The quick brown fox jumps over the lazy dog. Ja. Und hier mal nochmal kurz zu zeigen, die Farben im Acryl drinne eingeschlossen. Ja, auch hier nochmal auf der Kappe. Ja, und wenn man die Kappe jetzt entfernt, ist ein Magnet festgehaltener, eine Kappe, die mit einem Magnet quasi schließt, ja, also ähnlich wie bei dem anderen Panida und bei manchen, also anderen italienischen Herstellern eine Kappe mit Magnetverschluss, ja, auch sehr, sehr schön. Da hat man kaum, eben, man muss kaum etwas machen, man muss nur die Kappe fest, also nah genug an den Magneten heranführen und das Ding geht von alleine zu. Toll. Ja, und, kann ich auch mal gleich zeigen, er nimmt die Kappe nicht in jeder Position an, ne? Also, ich kriege das jetzt hier nicht drauf. Ne? Also das ist entweder es geht in die eine Richtung
oder in die eine. Also ein Füller, der klar sagt, wo es lang geht, ja. Der Griff ist sehr schön, ist zwar blank poliert. Es gibt auch eine Version eines anderen Modelltyps vom La Grande Bellezza. Da ist dann der Griff schwarz ich weiß nicht, aus Kunststoff oder so. Auf jeden Fall das Schönste an dem Füller ist meiner Meinung nach die Feder. Ja, es ist eine Feder mit einer Goldfeder. Ich muss kurz gucken. 14 Karat. Jetzt muss ich kurz gucken. Da steht es nämlich drauf, nur halt eben so klein, dass es Menschen ohne Brille nicht leicht erkennen können. 14 Karat Goldfeder, ja. Mit einer wunderschönen, ja, quasi Musterung quasi auf der Feder. Vor allem aber auch handelt es sich jetzt. Man kann es hier halt sehen, ne? Die Feder, die ist an den Seiten so ein bisschen herausgeschnitten, was einem besagen kann. Das ist ein Füller, mit dem könnte man durchaus auch ein paar kalligraphische Sachen machen. Durchaus, die Feder ist sehr weich. Man kann damit schöne Sachen machen. Ja, am besten zeige ich euch mal gleich, wie er schreibt. Einmal hier, das war jetzt der Painleider La Grande Bellezza. Ein wunderschöner Stift, ja. Wie schon erwähnt, wird befüllt mit einem Konverter, ja, mit einem werkseigenen Konverter, der mitgeliefert wird. Also man muss keinen extra neu dazu kaufen. Bei einem Preis von 400, 450 Euro ungefähr oder 500 Euro, je nachdem, wo man ihn kauft, durchaus auch machbar. Also darf ruhig sein. Ja, so die Tinte ist Kobi Nummer 4. Ja, und ich muss mal gucken, ob ich die Tinte vergleichen kann irgendwie. Ja, da muss ich mal kurz jetzt hier auf Pause drücken, damit ich die Swaps heraussuchen kann. Kobi Nummer 4. Ich habe es ja mit Zahlen nicht so, ne? Und da habe ich vorher Kobi Nummer 6 aufgeschrieben, weil ich vorher im Internet recherchiert habe. Kobi-Tinten, sehr schöne Tinten aus Japan, die momentan also Papier und Stift im Angebot hat oder im Sortiment hat zumindest. Und da habe ich dann auch im Internet recherchiert, weil ich ja immer noch so nach einem adäquaten Ersatz suche für meine Lieblingstinte schlechthin, nämlich hier Mont Blanc William Shakespeare Velvet Red. Ist vom Schreibverhalten ein bisschen ähnlich, ja, kommt auch ein bisschen auf den Füller drauf an. Auf jeden Fall auch vergleichbar mit J. Herbin Rouge Grenat. Diamine Communication Breakdown. Diamine Ruby. Diamine Matador. Finde ich, ist auch farblich so eher so die Richtung. Oder Visconti Red, Robert Oster Fire Engine Red, was doch ganz schön knallig ist im Vergleich dazu. Robert Oster Red Candy, was auch schon in die Richtung geht. Mont Blanc James Dean Rebel Red oder Diamine Fire Embers. Ja, es ist, ja, also ihr seht, ich bin, also meine Odyssee, eine Tinte zu finden, die eigentlich genauso ist, farblich sowie auch vom Schreibverhalten her, Fließverhalten her, wie meine geliebte Mont Blanc Velvet Red. Die Suche geht weiter. Ja. Also, auf jeden Fall. The Quick Brown Fox.
Ja, als ich letztes Jahr mit der Chrissy bei der Anja Gebler bei Papier und Stift gewesen bin, war das einer von den Füllern, die mich erstmal nicht so interessiert haben. Dann habe ich ihn ausprobiert. Ne? Das ist ja das Schöne, wenn man in einen Schreibwarenladen geht, der gut sortiert ist, ja, dann kann man immer viel ausprobieren. Und ich habe ihn genommen und habe die Kappe abgenommen und habe gedacht so, ah, okay, ja, Schauen wir mal. Ne? Und dann habe ich mal ausprobiert, was der so drauf hat in Sachen Flexibilität. Also einmal hier Flexverhalten ohne Druck. Dann einmal hier mit Druck. Ja, also die Feder ist biegsam, eindeutig, sie ist biegsam. Ob ich das jetzt auf Dauer jetzt so als Kalligrafiefüller jetzt sehen würde, wage ich zu bezweifeln, weil 14 Karat Gold, okay, die Feder ist auch so geschnitten, dass man denken könnte, sie kann kalligrafisch eingesetzt werden. Ich denke mal, wenn man es mit dem Druck nicht übertreibt, ja, also mit dem Schreibdruck, also mit dem Drücken der Feder auf das Papier, wenn man das damit nicht übertreibt, lässt sich das mit der Feder auch machen. Ja, aber für mich, also ich sehe es eher so, es ist eine Feder dass die so weich ist, ist eher dafür gedacht, ja, ähnlich wie bei meinem M1000, dass es einem erlaubt, ein bisschen mehr Linienvarianz in das Schriftbild mit hineinzubringen, was dann das Schriftbild an sich verschönert, meiner Meinung nach. Ja, und ja, es lassen sich ja auch so ein paar schöne Schattierungen realisieren, ne, mit dieser Feder, mit diesem Füller. Und es ist schon okay. Also ich bin eigentlich zufrieden mit dem, wie sich das verhält. Die Feder an sich schreibt sehr weich. Ja, also ich kann es eigentlich im Prinzip jetzt nicht wirklich meckern. Ja, in diesen Querstrichen habe ich jetzt ein bisschen mehr Feedback. Wohlgemerkt, Feedback. Kein Kratzen, Feedback. Als jetzt in anderen, also von oben nach unten, wunderbar, von unten nach oben, wunderbar. Ja, nur halt eben bei diesen Side Strokes oder Seitenstrichen, da merkt man ein bisschen Feedback. Aber nur minimal. Also ist wirklich nicht schlimm. Also ist jetzt nicht wirklich was, wo ich jetzt sagen würde, das ist den Preis jetzt nicht wert, ja. Ansonsten ist es auch ein Füller, was die Ergiebigkeit angeht, ne? Also wie viel Tinte aus der Feder kommt, ja, also man sieht das schon, also es ist ein Füller, der nicht geizt, ja, also der lässt ein gutes Maß an Tinte quasi aus der Feder heraus, ja, aus dem Tintenleiter heraus, das wirklich gut ist. Also ein guter, saftiger Füller. Mit einem guten, also ein schöner, ein guter, ein gut schreibender Füller mit einer saftig schreibenden Feder. Natürlich ist es jetzt auch so, wenn man jetzt so einen Füller hat oder sich an solchen Füller kaufen möchte, ich habe es schon erwähnt, der Preis, es ist nicht günstig, ja, also 400 bis 500 € ungefähr, je nachdem, wo man es kauft, mit Rabatt, ohne Rabatt, das ist eine schöne Stange Geld, ja, aber in der Regel merkt man, also jemand, der Ahnung hat, ne, der ein bisschen Feingefühl hat, der das ausprobiert, der merkt dann schon gleich anhand von der Haptik her, vom Gewicht vielleicht auch, ja, vor allem aber auch vom Schreibverhalten, warum der Füller den Preis kostet, den dieser Füller kostet. Ja, und ich bin der Meinung, für ein italienisches Produkt mit einem schönen Design, mit einer schönen Goldfeder, und mit diesem innovativen Magnetmechanismus, ja, der auch funktioniert einwandfrei, auch hinten, ne, wenn man ihn aufkappt, ja, hier hinten haben wir ja auch, also hier scheint der Magnet in der Kappe zu sitzen, ja, weil auch hier, wenn ich den Füller kappen, also die Kappe aufstecken möchte hinten auf dem Behälter, auch hier habe ich einen Mechanismus, der das dann quasi dann hält. Ja,
Hier ist allerdings jetzt nicht so, dass er mir eine bestimmte Richtung vorgibt, ne? Wo dann, also in welche Richtung dann der Clip zeigt, ne? Es ist wunderbar. Also hier, es schnappt ein, ja, und hält auch wirklich bombenfest, ja, wunderbar. Okay, soweit dazu. Noch ein kleiner Füllergrößenvergleich. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, ne? Hier die typischen Füller, die ich hier immer habe. Also einmal der Panini La Grande Bellezza, der Lamy All-Star, Twisby Eco Pelican M200. Hier ist dann der kleinste im Bunde, der Caveco AC Sport. So, dann noch der Visconti Homo Sapiens und der Visconti Van Gogh. Ja, ein Diplomat Exzellenz A plus und ein Pelikan Souverän M800. Ja, und mal um die Federn zu zeigen mit dem Visconti Homo Sapiens, der Visconti Van Gogh. Diplomat Dings, Diplomat Exzellenz, es ist mir das Wort kurz entfallen. Diplomat Exzellenz A plus und der Pelikan Souverän M800. Ja, ich habe letztes Mal ausprobiert, ne, hier für den Diplomat habe ich mal so eine Omniflex-Feder gekauft, ja, um die mal so auszuprobieren. Auch klasse Teil, muss ich sagen. Auch mit diesen Aussparungen an den Seiten, um so ein bisschen kalligrafisch arbeiten zu können. Ja, ist nicht teuer, wunderbar, kann ich empfehlen. So, dann der Visconti Van Gogh, den kippe ich wieder zurück. Ja, der hat ja auch so diesen Magnetverschluss, ne? Super Sache für mich sowas, ne? Nicht zum Schrauben, nicht zum Aufstecken, sondern mit dem schönen Magneten. Und ja, Moment, ich kann vielleicht noch die anderen Füller noch zeigen. Den Standardgrößten Füller. Hier noch der Lamy All-Star. Der Twisby Eco. Dann einmal hier der Pelikan M200. Auch trotz seiner kleinen Größe immer noch einer meiner Lieblingsfüller. Caveco AC Sport. Ja, also, ne, man sieht das schon, der La Grande Bellezza, man kann ihn schon benennen als einen Standardgrößenfüller, wobei da schon der Griff relativ kurz gehalten ist, was meiner Meinung nach aber nicht wirklich stört. Ja, denn der Füller liegt dennoch sehr angenehm in der Hand. Ja, man muss ihn auch nicht unbedingt aufkeppen, um ein gutes Schreibgefühl zu haben. Ja, er bringt meiner Meinung nach jedenfalls jetzt auch nicht wirklich das Gleichgewicht durcheinander. Wenn jetzt der Füller gekappt ist oder nicht, oder ungekappt ist, auf jeden Fall finde ich, dass dieses Design mit dem Griff hier vorne schmiegt sich in die Finger. Ja, und selbst wenn man eher dazu neigt, ja, den Füller eher weiter oben anzusetzen, es ist nicht schlimm, weil der Übergang zwischen dem Griff und dem Kunststoff, der ist so gering. Also man merkt vielleicht eine ganz klitzekleine Rille. Ja, aber was so die Höhe betrifft, ist kein Unterschied vorhanden. Man merkt nur den Übergang von dem Metall zu dem Kunststoff. Ja, es ist nicht wirklich schlimm. Also auch jetzt nichts, was stören könnte, ja. Und das ist auch, glaube ich, auch ein Grund, warum ich denke, dass viele anspruchsvolle Füllerliebhaber auch ihren Spaß mit diesem Füller haben könnten, wenn sie denn bereit wären, diesen Preis dafür zu bezahlen, den er halt eben kostet. Ja. Ansonsten bin ich auch schon wieder am Ende mit dem Review. Es gibt den in mehreren Varianten, in dieser Gemstone Collection. Den gibt es in Blau, in Grün. Es gibt ihn auch in so einem Anthrazit-Schwarz, in einem richtigen Schwarz, in so einem
in einem Tigeraugen, gelb, braun, so. Müsst ihr mal gucken. Schöne Stifte. Und ja, gibt auch immer wieder neue Modelle generell, die zu einer anderen Kollektion gehören, aber immer zu diesem Modell. Panida, La Grande, Bellezza. Okay, und damit bin ich auch schon wieder am Ende für heute. Ja, ich habe schon wieder viel gequatscht. Ich sehe gerade 25 Minuten. Eieiei. Ja, ich bin wieder da. Ne? Okay, Freunde, dann bin ich am Ende für heute mit dem Review von dem Panida oder Panidr, Panidr. Ja, die Chrissy ist ja selbst Italienerin bzw. Sizilianerin. Die hat mir gesagt, wie das richtig ausgesprochen wird. Ja, die meisten sprechen es falsch aus. Das heißt nicht Panida oder so, sondern es das heißt Panidr. Panidr. Ja, das ist der Akzent am Ende. Panidr. Ja. wie dem auch sei. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.